ist Ronja und wir haben möglicherweise gerade nachts um 2, wo ich dieses Video filme. Und vielleicht sind meine Haare pink. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber das ist... Doch, ich weiß schon, was da schiefgelaufen ist. Aber ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ne, es ist nicht meine Schuld. Ich sehe mich nicht in der Schuld. Jedenfalls wäscht sich das aber raus. Also müsst ihr nicht mit Streifenhörnchen pinker Ronja leben in Zukunft, sondern... hoffentlich Hellpink. Es soll Hellpink werden, okay? Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich melde mich mal nach meinen, weiß ich nicht, Monat. Wie lange habe ich kein Video mehr hochgeladen? Goddammit. Sorry, erstmal, es tut mir leid. Ich würde ja gerne sagen, ich war beschäftigt. Aber ich war teilweise beschäftigt mit Uni. Ich gebe es, ne? Bisschen lag an der Uni. Vor allem jetzt am Ende hatte ich noch einen Vortrag und wir machen gerade so eine Studie, wo wir Versuchspersonen erheben müssen für. Und das ist ein bisschen... organisatorisch auch aufwendig, weil wir da 10 Leute irgendwie nach Darmstadt bringen mussten. Was heißt, ich musste nicht hinbringen, aber ich musste irgendwie 10 Leute in Darmstadt finden, mit denen ich diesen Test machen kann. Der dauert auch eine Stunde. Deswegen war das dann so ein bisschen so, okay, irgendjemand noch, bitte? Irgendjemand? Jedenfalls, das habe ich geschafft. Ich habe mein Referat gehalten, was ich noch machen musste, was ich seit 2 Monaten wusste, aber was ich nicht gemacht habe. Jedenfalls ist mein Unistress vorbei. Plus, ich habe jetzt Ferien. Ab gestern, oder? Wir haben schon Sonntag. Ah, nee, das liegt dran, dass es 2 Uhr ist. Wir haben Samstag. Wir haben seit gestern Ferien. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder erwarten, dass Videos kommen. Plus, ich habe coole Sachen geplant, auf die ihr euch freuen könnt. Ihr könnt schon beraten, okay? Das ist ein Projekt, das kommt Anfang Januar. Und, es ist mit jemand anderem. Ich sag euch nicht wem, aber ihr könnt euch freuen. Und es wird super tastisch. Und, es ist Minecraft. Und, ich meine, das wolltet ihr ja, I guess. Es tut mir so leid, dass ich so lange nichts gepostet habe, ganz ehrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war teilweise halt dieses, ich habe was von der Uni und andererseits, ich war so, was soll ich tun? Was soll ich tun? So, ich bin ja aus der Flohgruppe raus, mehr oder weniger unfreiwillig. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich bin ja dann da raus und hatte dann irgendwie keine Aufnahmepartner mehr. Dann habe ich ab und zu Tops geschrieben. Und immer wenn ich gesagt habe, Tops, hast du Zeit? Also ich habe keine Zeit. Ich muss mit Flo aufnehmen. Es ist gerade busy. Die machen ja Dezember die Craziness irgendwie mit 2 Videos am Tag. Oder keine Ahnung, wie viele die da machen. Oder November schon, keine Ahnung. Das habe ich nicht gemacht, sorry. Aber ihr hattet ja genug Content durch die anderen. Jedenfalls war dann Beschäftigung immer. Und dann hieß es, ja, das geht nicht. Und dann war er irgendwie auf dieser, wie heißt das, Videocon? Wien. Und immerzu war was dazwischen und dann konnte ich nicht mit ihm aufnehmen. Und dann war ich allein und dann war ich verzweifelt und was soll ich aufnehmen? Naja, wie dem auch sei, ich habe meine mentale Barrikade durchbrochen, okay? Ich habe neue Ideen, was ich machen möchte. Ich habe auch Minecraft-Ideen, aber auch andere Ideen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Also, falls ihr jetzt da seid und sagt, wir wollen nur Minecraft und jeder einzelne von euch schreibt in die Kommentare, wir wollen nur Minecraft, dann vielleicht überlege ich es mir nochmal. Aber ich habe auch andere Ideen und ich hoffe, euch stört das nicht. Und ich würde mich gerne künstlerisch ausleben, okay? Bitte lasst mir meine Freiheit, danke. So. Ach Gott, ich sehe mich, sorry, wenn ich die ganze Zeit hier rüber gucke. Ich sehe mich die ganze Zeit in meinem Viewfinder und bin nur so, warum sehe ich so komisch aus? Das liegt an den Fingern. Die Leute in der Bahn gucken mich komisch an. Ich war heute am Geburtstag von meinem Vater und dafür bin ich irgendwie 3 Stunden Bahn hin, 3 Stunden Bahn zurück. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass ich komme, deswegen hat er sich gefreut und deswegen war es worth. Aber... die Leute in der Bahn gucken dich an, als wärst du so ein Hippie, als wärst du irgendwie so ein 16-jähriges Kind, was so rebelliert gegen seine Eltern und was sein Leben nicht im Griff hat. So fühle ich mich. Ich will einfach nur, dass du es nicht rauswäscht, aber sie wäscht sich nicht raus. So, naja. Tun wir so, als ob uns das egal ist und als ob uns das nicht auffällt. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe Pokémon voraufgenommen, deswegen nicht wundern, da bin ich noch mit normalen Haaren und mit dem Leon. Deswegen, ich weiß nicht, wie oft das jetzt kommt. Ich habe davon... Das Ding ist, es ist super anstrengend zu schneiden, weil die Folgen halt alle so 1,5 Stunden lang sind. Ich das versuche runterzuschneiden, damit ihr da nicht 1,5 Stunden sitzen müsst und uns Dialog lesen hört. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen versuche ich das runterzuschneiden. Deswegen kommt das wahrscheinlich so 2-mal die Woche. Vielleicht 1-mal die Woche, je nachdem, wie hoch mein Motivationslevel ist. Aber falls euch das nicht interessiert, dann gute Nachrichten. Es kommt nicht so oft, falls es euch interessiert. Hey, es kommt immerhin noch 2-mal die Woche. Okay? Gotcha. Ach so, falls es euch übrigens interessiert, so ein bisschen Lebensupdate-mäßig. Wie sich herausstellt, wird mein Mitbewohner ausziehen irgendwann nächstes Jahr, so im März, April, was weiß ich. Er hat jedenfalls gesagt, er zieht aus und zieht irgendwie
Studentenwohnheim mit einem Freund. Das wurde zwar schon mal gesagt und da habe ich noch gesagt, oh, bleib hier, ich kann meine Miete nicht alleine bezahlen. Aber jetzt sieht er wirklich aus. Das heißt, ich bin, was heißt bald, irgendwann in ein paar Monaten alleine mit meinen Katzen. Und dann habe ich ein paar Wohnungsumgestaltungsideen, die ich gerne mit meinem Bruder umsetzen möchte. Das heißt, falls ihr da Interesse daran habt oder auch weitere gute Vorschläge habt, dann sagt mir Bescheid und dann filme ich da den ganzen Spaß. Und ich hab Visionen, okay? Ich möchte erstmal einen Esstisch. Ich habe nämlich momentan keinen Esstisch, aber ich sehe mich mehr bei einem Bartresen. Das heißt, ich baue mir wahrscheinlich ins Wohnzimmer einen Bartresen rein, da wo jetzt dein Schreibtisch ist. Und ich habe Ideen für die Wand, die ihr nicht seht, aber die hinter euch ist, um da so Holzbretter dran zu nageln. Das klingt jetzt erstmal wie eine doofe Idee. Aber hört mich aus. Es gibt auch diese japanischen Wände. Wisst ihr, was ich meine? Mit diesen dunklen Holzbrettern, die so halbwegs nah aneinander gereiht sind und die dann fancy aussehen. Was es manchmal in so Hotellobbys gibt, die so hochgehen. Da sehe ich mich. Da habe ich meinem Bruder schon Bescheid gesagt, dass wir das machen wollen. Und er ist dabei. Wir müssen im Baumarkt die Sachen sägen lassen, schätze ich mal. Aber wir haben ausgerechnet, dass wir ungefähr so 70 Balken brauchen. Und ich weiß nicht, ob wir da hingehen können und sagen, hey, wir kaufen 70 Balken, bitte sägt uns 70 Balken klein. Das ist so ein bisschen ein Problem, was momentan das Projekt noch aufhält. Ansonsten kommt es auch schon, bevor Olli auszieht, weil ganz ehrlich, es ist eh das Schlafzimmer, das ist mir doch egal. Falls ihr das da eine Lösung habt, eine kreative, dann immer her damit. Ich bin verzweifelt, ich suche Hilfe. Dann kann ich auch eine geupdatete Roomtour machen, wenn alles vorbei ist. Und ich hoffe, das wird schön. Ich bin in letzter Zeit in so eine Art Loch gefallen, was den TFT-Grind angeht. Falls ihr es nicht kennt, TFT ist dieses Auto-Chess von League of Legends. Und ich kann nicht aufhören, das zu spielen. Ich habe von Dota immer das Auto-Chess gespielt, wie so eine Wahnsinnige. Und dann haben irgendwann unsere Freunde einfach aufgehört, das zu spielen. Und dann war ich so, will ich das jetzt alleine spielen? Habe ich ein paar Wochen gemacht. Und dann war ich irgendwann so tief im Loch, dass ich gedacht habe, okay, ich deinstalliere jetzt Dota, es kann nicht so weitergehen. Und jetzt hat League ja dieses Auto-Chess rausgebracht, beziehungsweise TFT. Falls ihr das selber spielt, lasst mich das wissen. Dann können wir vielleicht mal zusammenspielen. Weil keiner spielt mit mir, okay? Keiner spielt mit mir. Jedenfalls habe ich das angefangen zu spielen. Am Anfang war ich ein bisschen Hate. Und habe gedacht, es ist nicht wie Dota, es ist nicht wie Auto-Chess. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Und das League-Ranking-System ist so gut. Du kommst so schnell die Ränge hoch. Aber dann verlierst du auch wieder so schnell. Und es ist einfach nur ein einziges Grinden. Es ist nicht mehr schön. Ich sitze teilweise nachts um 4 vor meinem Computer und spiele Runde nach Runde. Ich habe an einem Tag, als ich angefangen habe, das zu spielen, habe ich irgendwie 20 Runden gespielt. So eine Runde dauert auch eine halbe Stunde, 40 Minuten. Ich meine, was ist das für ein Leben? Ich muss aufhören. Außer ihr wollt das sehen. Aber ich glaube nicht, weil es interessiert keinen. Ich habe das irgendwann getweetet und die einzige Antwort, die ich gekriegt habe, war, was ist TFT? Ansonsten hat keiner was dazu gesagt. Also nehme ich mal an, das Interesse daran ist eher niedrig. Aber das ist auch ein weiterer Grund, warum wenig Videos kamen. Ich weiß, es ist ein schlechter Grund, aber es ist ein Grund. Und ich muss aufhören, TFT zu spielen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wenn Olli auszieht, dass ich dann einfach alleine in meiner Wohnung sitze mit den Katzen und den ganzen Tag nichts anderes mache. Okay, vielleicht ist es dann kein TFT mehr, aber irgendein anderes Spiel einfach vor mich hinzuspielen. Es ist so ein Trauerspiel, ich weiß nicht. Aber ich hoffe, dass ich ein bisschen mein Leben in den Griff kriege. Wenn ich mein Leben im Griff habe, dann kommen nämlich auch regelmäßigere YouTube-Videos. Also hofft es bitte auch. Ja, so viel dazu. Na gut, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sonst noch so zu erzählen habe, update-mäßig, aber das ist so ein bisschen die Kerninformation. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und falls ihr zu irgendwas der gesagten Sachen einen Kommentar schreiben möchtet, dann ist das auch sehr willkommen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und macht's gut. Wahrscheinlich bis morgen, wenn nicht morgen. Ansonsten bis übermorgen. Oder bis überübermorgen. Aber spätestens überübermorgen. Macht's gut.